So, und herzlich willkommen zurück zu Path of Exile. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unseren Auftrag abgeschlossen, und zwar die Medizinkiste zurückgebracht. Und jetzt haben wir einen neuen Auftrag, und zwar sollen wir hier ja eine schmutzige Arbeit erledigen, und zwar in einem von diesen Gebieten. Da ist ein Fragezeichen. Da werden wir uns dann auch gleich hinbegeben. Zuallererst werde ich einmal ganz kurz noch die Skillpunkte verteilen. Ich werde zuallererst diese Schiene hier hochgehen. Zum einen hier, um meine Begleiter, also meine beschworenen Zombies bzw. Skelette zu verstärken und auch die Anzahl zu erhöhen, die ich beschwören kann. Einmal bis hier. Und dann habe ich vor, den Weg hier über diesen Intelligenzbonus zu gehen. Dann je nachdem, was sich bis dahin ergeben hat, welche Attacken gut sind, entweder dann Feuer, Blitz oder Eis die Schiene hier lang gehen, und dann einmal hier oben rum, um hier nochmal den Verstärkungsbonus für die für die Begleiter zu bekommen. Das ist so erstmal der Gedanke, und das ist dann, glaube ich, Level 19, Level 20 oder sowas in dem Dreh. Ja, das einmal dazu. Und dann werden wir uns einmal kurz anhören, was die Leute hier noch zu sagen haben. Oh, einmal, was hat denn Nessa über Tarkley zu sagen? Tarkley's as good a man as you can find on this godforsaken coast. He has some wrongs to right, no doubt. What they are, I don't really care. Not for him, we'd all be dead. Ja, also scheint da relativ, ja, gute Arbeit zu machen. Bestel's ship tore its belly open on the rocks out there, trying to escape from Corsairs. The pirates took what they wanted. The scavengers took the rest. Tarkley pulled Bestel from some hideaway in the wreckage. The only one on board to survive. Whether the ordeal turned his mind, or whether it's just his nature, Bestel sails on a different course to the rest of us. Hm. Ja, also den Bestel hat's wohl schwer erwischt. Er hat von den Piraten gejagt und sein Schiff zerlegt. Still composing that poem about poor Nessa. Not even a mother herself, and yet she cares for us all. And what a sickly, pathetic brood we are. May she live to have her own family. A real family. If anyone deserves that, Nessa does. Ja, arme Nessa ist noch nicht mal selber Mutter und kümmert sich ja irgendwie um alle. Und er wünscht ja halt, dass sie irgendwann auch mal eine glückliche Familie findet, beziehungsweise gründen kann. Ja, so wie es jetzt im Moment aussieht, ist die Lage nie so rosig hier. Tarkley, rescued from the waves. A stricken Bestel, fate's slave. From fallen crew and broken bark, Bestel lives, thanks to Tarkley. Ja, ein kleines Gedicht hat der Bestel geschrieben für den Tarkley. Scheinbar hat der Tarkley ihn wohl aus dem Wrack da irgendwie gerettet. Und ihm hat er das sein Leben zu verdanken. Arrow, the merry goldsmog, washed up on the rocks over yonder. Dead as a doornail he was, buried him myself. Then, a few days later, I see him on the beach. A little worse for wear, but upright, shuffling about. A land full of disturbing surprises, this Rayclast. Ja, das sind schon mal rosige Aussichten. Also der Koch aus seinem alten Schiff, den er wohl begraben hat, der ist wieder auferstanden. Hat sich irgendwo am Strand rumgetrieben. Also haben wir es auch mit auferstandenen Toten zu tun, haben wir ja gesehen am Strand. Ja, schauen wir mal, was hier noch alles so auf uns zukommt. Still alive, are we? Oh, der hat auch noch viel zu sagen. Einmal, was hat er denn dazu? Is the best of us. Not one of Dominus's exiles. A wreck survivor. She keeps us from losing what's left of our minds. Salem's sweet tongue sang it right. The fairest flowers bloom in the foulest places. Ja, also die Nessa ist wohl so ein kleiner Lichtblick hier in dieser Einöde. Für die Leute. Die hält sie so ein bisschen zusammen, dass sie nicht total wahnsinnig werden. Bestel's a strange fish. Best taken salted. That hat he wears? Plucked it right off the real captain's head. Captain didn't mind. Generous fellow. Had given the rest of himself to the scavengers already. Scavengers, orphans of the Eternal Empire who've forgotten what it's like to be civilized. Especially the likes of Fire Fury and Hailrake.
make the undead look like responsible citizens. And you know why the scavengers aren't banging on our gates right now? Too busy killing and cooking each other. It's a man-eat-man world out there. Ja, also diese Scavengers, da weiß ich jetzt gerade die deutsche Übersetzung nicht, sind irgendwelche Waisen, die da draußen verwahrlost sind. Und diese Feuerperson, gegen die ich schon gekämpft habe, und dieser Hailrake, also der Typ, von dem wir die Medizinkiste haben, das sind so ein bisschen speziellere von denen. Und er meint eher, die lassen die anderen Typen, die da draußen rumrennen, wie zivilisierende Leute erscheinen. Das gibt uns ja einen guten Einblick, was hier noch auf uns zukommt. The Eternal Empire has some right nasty leftovers. Whether it's something in the air or in the water, no one stays dead in Raycast. Not the first time. It'll take a little while, but sooner or later corpses wake up and go looking for breakfast. Ja, da hat ja der andere schon gesagt, dass hier die Leute einfach auferstehen. The walls of this old ruin. Lion Eyes watch. Defensible enough with a few stout, well-armed veterans. But what have I got? Starving exiles with driftwood clubs and rusted dirks. Still, there's the waypoint. A piece of locomancy. Couldn't use it till I found another one out in the mudflats under a rower's nest. Step on that one and you're back here in a flash. Though I spill my lunch every time I use the damn thing. Ja. Also mal ganz kurz gesagt, wo wir uns hier befinden. Also diese Lion Eyes Watch. Ist so eine kleine, ja, Ruine, die man gut verteidigen kann mit ein paar ausgerüsteten, ja, Kämpfern. Aber irgendwie ist er nicht so zufrieden, weil was hat er? Er hat nur hungrige Verbannte mit zerrissenen Lumpen und Keulen. So rosig schätzt er die Lage dann doch nicht ein. Und er hat uns nochmal beschrieben, dass wir halt diese Wegpunkte hier benutzen können, um dahin zu kommen, wo wir schon mal gewesen sind. Ich habe jetzt noch nichts entdeckt. Der nächste ist dann wohl hier oben. Und da kann man sich zumindest ein bisschen schneller hin und her porten. Man muss nicht immer seine Schriftrolle benutzen. So, jetzt haben wir die ersten 7,5 Minuten schon wieder verquatscht. Genau, die Skills wollte ich ja auch mal ausprobieren. Aber jetzt als erstes müssen wir uns nach dort oben bewegen. Dann würde ich mal sagen, legen wir hier mal los. So, ein bisschen hier durchkämpfen. Bisschen die Attacken ausprobieren, was die so können. Was haben wir denn jetzt erst? Eine Ice Nova. Diesen Freezing Pulse, den kennen wir schon. Die Eismanze. Die geht durch die Leute hindurch, okay. Die Leute, sag ich schon, durch die Monster. Was heißt denn, wenn ich jetzt hier hinschicke? Okay. Der geht also durch den ersten durch und fliegt auf den dahinter. Okay. Oh, ist auch ganz nett und ganz interessant eigentlich. Naja, ein bisschen mal ausprobieren hier. Die kennen wir. Und das ist Spark. Ja gut, so spannend finde ich jetzt diese Blitzels nicht. Vor allen Dingen, ich ziehe jetzt dahin und die fliegen einfach irgendwo rum. Also wenn da von euch, die das jetzt hier schauen, vielleicht jemand Erfahrung hat, ob das später nochmal besser oder sinnvoller wird, dann kann er das gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich finde das jetzt so ein bisschen sinnlos, muss ich sagen. Diese hier trifft ja nichts. Wenn, ist das hier auch eher Zufall? Finde ich das schon ein bisschen besser. Ja gut, wir können ihn ja ein bisschen mitleveln, wir müssen ihn ja nicht unbedingt benutzen. Also ich finde es ein bisschen schwach, muss ich sagen.
hier. Life Flask, Tower Shield. Boah. Werde ich hier zur Eismagierin, ey, oder was? Ja, schauen wir mal, wie sich das hier noch entwickelt. Weil eigentlich hatte ich in dem anderen Durchlauf, wo ich mal, wo ich die Skills mal getestet hatte, habe ich eigentlich Eis relativ, relativ schwach in Erinnerung. Fand ich halt Feuer, Feuer um einiges stärker. Huch. Aber ja, kann ich mich auch getäuscht haben. Vielleicht wird das ja auch noch besser. Gut, der Vorteil an Eis ist natürlich, wenn man die Leute frühzeitig, wo muss ich eigentlich hin? Wenn man die Leute frühzeitig erwischt, da ist zum Beispiel dieses Fire Fury, von dem ich vorhin erzählt habe, oder von ihr. Wenn man die frühzeitig erwischt, dann kommen die einem ja auch nicht zu nah. Das ist vielleicht ein Vorteil. Ja, das ist natürlich ein Vorteil, dass sie dann verlangsamt bzw. sogar teilweise eingefroren werden, so wie ihr es jetzt hier ganz kurz gesehen hattet. Das denke ich mal, kann man sich schon zunutze machen. So, was haben wir hier? Auch wieder nur einen blauen. Die bringt auch nichts. Das bringt auch nichts. 7 Rüstung, 6 Rüstung. Das nützt alles nicht so viel. Was haben wir hier? Energieschild. Der hat leider kein Energieschild. Rüstung, Lebensregeneration, physischen Schaden. Elemental Damage with Weapons. Ja, das ist dann. Das wäre dann eine ganz gute Schärpe für den Schurken. Ja, super. Und mein Handy habe ich natürlich nicht ausgestellt. Falls das jetzt jemand mitbekommen hat. So, jetzt haben wir hier ein Level Up. Ice Nova. Und der Spark hat sich auch verbessert. Na, super Idee. Wo muss ich eigentlich hin, verdammt? Ach, da oben. Wo? Nö. Hä? Aber ich muss doch, denke ich. Hatte ich nicht. Hä? Hatte ich nicht in einer der letzten Folgen gesagt, dass man sich relativ gut da in die Richtung orientieren kann, wo man hin will? Und jetzt geht's einfach mal nach Südosten eigentlich. Und ich muss ja da oben hin. War ja sehr verwirrend hier gerade. Naja. Schauen wir mal. Mal ein bisschen schneller laufen hier. Und ich denke, ich werde hier den Part jetzt hier vielleicht eine Stunde mal am Stück aufnehmen. Dann schauen wir mal 3 Parts oder so draus machen. Dann funktioniert das mit dem Bearbeiten, mit dem Rendern auch immer ein bisschen zügiger, ein bisschen flüssiger, wenn ich das alles in einem Stück machen kann. Als mal jeden Tag da 20 Minuten oder was aufzunehmen. Der ja gesehen habt in den letzten Folgen, dass das meistens sowieso nicht so klappt, wenn man sich vornimmt, 20 Minuten zu machen. Und dann steht man dann da und will eigentlich den Quest erledigen und kommt da nicht hin. Na, so richtig habe ich das hier mit dem Eis noch nicht raus. I think this ray class will serve. Oh, Level 5, sehr schön.
mal hier nach. Ja, ein paar Sachen gefunden, sehr schön. Ja. Ich meine, prinzipiell, ich müsste jetzt eigentlich mal gucken, wo hier der verdammte Ausgang ist. Boah, die werden aber richtig viele. Oh. Ja, manchmal ist es vielleicht, manchmal ist es eine gute Idee, einfach mal weiterzulaufen und nicht stehen zu bleiben. Weil sobald man hier stehen bleibt, hat man die alle an der Backe. Ja, kann ich eh nicht aufnehmen. Doch einiges gefallen. Ja, dann porte ich mich mal ganz kurz zurück. Ganzen Ramschen mal verkaufen. Aber jetzt bin ich wirklich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen irritiert, dass das ja nicht so wirklich bewahrheitet hat, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Weil in den anderen Spielen oder auch in dem Spiel mit meiner mit meiner Bogenschütze, da hat sich's halt so rausgestellt, dass so wie das halt auf der Karte zu sehen ist, dass man sich an dieser Richtung auch orientieren kann, dass da dann der nächste Ausgang zu dem nächsten Gebiet ist. Aber irgendwie ist das hier nicht so der Fall. Oh, neuer, ach stimmt, neuer Skillpunkt. Werde ich einmal den kurz nehmen, auch wenn ich im Moment noch keine Minions habe. Aber die sollte ich ja bald mal bekommen. Dann geht's hier richtig ab. Kurz hier ein paar Sachen aufnehmen. Bisschen sortieren. Zack, zack. Huch, was war das? Energieschild, 24 Chance zu blocken. Achso, nee. So, wo zum Henker muss ich hier jetzt hin? Da ist Ende, na super. Heißt hier runter. Weil das ist doch eigentlich hier. Ich bin ja hier. Von hier nach hier reingegangen und jetzt gehe ich in die Richtung. Das ist ja sehr undurchsichtig gerade hier. Ist mir jetzt auch wurscht, ihr komischen Toten. Untoten. Ich laufe jetzt hier einfach weiter. Wo geht's jetzt hier? Mudflats. Naja, gut. Haben sie die Karte wahrscheinlich irgendwie überarbeitet oder geändert. Also sonst ging es halt immer in die andere Richtung hoch. Jetzt bin ich hier, genau. Kann ich mir hier mal kurz den Wegpunkt holen. Und jetzt sehen wir auch, dass unser Auftrag hier oben ist. Der Dirty Job. Da. Das heißt, wir müssen eigentlich hier so links um die Ecke rum ins nächste Gebiet kommen. Sofern das hier mal stimmt. Oh, da war hier dann. Huch, huch. Bist du weg? Resist Elemental Damage, ne? Super. Mana. Super. So, weg mit euch. Was ist das? Oh. 14 Rüstung, 5 Energieschild. 4 Energieschild. Hat sogar einen blauen, na, das ist doch viel besser.
Energieschild, ein mehr. Sehr gut. Zack. Können wir den auch gleich benutzen. Da oben. Na, seht ihr? Hab ich doch recht gehabt. Da oben ist jetzt der Ausgang. Ins nächste Gebiet. Also teilweise stimmt's dann doch. Hab mich jetzt nur bei dieser Terrassenkarte so ein kleines bisschen irritiert, dass das da nicht so wirklich funktioniert. So, was haben wir jetzt hier vor? Wir sollen alle Untoten und andere Monster vernichten, die hier rumrennen. Ja, das ist doch sowieso das, was ich vorhabe. Oh. Was ist er denn? Goldener Gegner? Ja, jetzt muss ich mich gerade mal ein bisschen, entschuldigt Leute, ein bisschen konzentrieren, weil ich keine Ahnung, wie ich das jetzt hier halbwegs schaffen soll. Einfach mal stehen bleiben und draufhalten, oder wie? Was hat er eigentlich? Allies have energy shields? Generates life, ah, super Idee. Das heißt, wenn man den zu lange nicht bekämpft, dann füllt sich sein Energieschild wieder auf. So wie bei mir hier auch. Das heißt, wenn ich länger keinen Schaden bekomme, dann füllt sich ja das Energieschild auch wieder auf. Life is fleeting. Und dann gibt's